Herzlich willkommen zu einer Folge von KTM und Thüringen. Wir werden mal morgen schlafen, bis morgen früh. Wir haben es aktuell 10 Uhr. Wir werden das mindestens bis früh um 6 Uhr schlafen, also 8 Stunden. Also 8 Stunden schlafen wir mal gleich. Beginnt der Sommer. Ups. Deswegen habe ich noch Holz verkauft, dass wir nicht ins Minus rutschen. So, jetzt werden wir gleich mal schauen. Düngen. Zwar Feld 12 und Feld 60. Mal schauen. Dazu Taktung und Pflegebereifung. Wir haben noch zwei zu stehen, die wir eh vorbereiten wollten. Dünger, genau. Dann können wir gleich Feld 60 machen. Mit einem kleinen. Ups. Gegen gerade Wachstum durch. So, lassen haben wir einen Kurs. Ja. Hoffen wir, der Dünger reicht. Kurz mal nachschauen, ob für die Wirkung da ist. Jups. Die Wirkung ist da. Dann gleich demnächst einsteigen. Und werden gleich die Sonnenblumen düngen. Fangen wir vorne auf an. Schön geworden. Kursgenerierung. Da ist ich. Da können wir beruhigt einen fahren lassen, da müssen wir nicht mehrere fahren lassen. Weil Düngen geht relativ zügig. Schauen wir das ja gleich angeht in der Zeit. Eine knappe Stunde. Also ja, drei Folgen. So. Gut, lass ihn arbeiten. Dessen schauen wir. Düngen haben wir zwei unterwegs. Waren da noch ein paar Geräte, die ich mal wegstellen wollte und waschen. Genau. Auffüllen? Naja, auffüllen. Mal sehen, wie viel Geld reicht. Wir werden aus der Not was verkaufen, wir haben was im Lager. Dann werden wir den noch waschen und reparieren. Dann ist er zur nächsten Aussaat wieder bereit. Wir werden entsprechend die. Wenn es zeitlich hier ausgeht, dann wird das ja noch einmal Gras ernten können. Und das habe ich jetzt gesehen in einem anderen
anderen Karte, dass wieder auch das Gras auch da wächst. Also werden wir da entsprechend auch im Frühjahr nochmal Gras ernten, bevor wir dann aussehen. Dass wir auf den grünen Zweig kommen. Das heißt, hier wird man etliches an Geld verdienen. Raus aus den Schulden. Die Ernte, wenn man nicht verkaufen kann, das wird nur so teuer. Zu schlechte Preise, ist aber so. Allerhand Schmuck zusammen, ne? Mal sehen, wo ich hinstellen kann. Eine weitere Halle kaufen geht nicht. Dafür reicht Geld nicht. Mal reparieren, aber Reparatur kostet nicht so viel. Lackieren kann man nicht leisten. Ich denke mal, wir werden auch faktisch nicht lackieren, weil das macht ja keinen Sinn. So. Ja, sorry. Gewicht wird drinne, nicht mit drinne. Im Bereich, wo er reparieren könnte. Aber das ist nicht das erste Mal. So, nächste Gerät fertig. Startklar für den Frühjahr. Beziehungsweise Spätsommer. Für Gras, wenn es so klappt. Ich weiß noch nicht genau. So, links haben wir die Geräte, rechts, ja, passt gerade so noch rein. Haben wir 1, 2, 3 hier. Wir haben 4 Sämaschinen. Eines da. Ja, dann nehmen wir den mal hier raus. Ordnung muss sein. Wir werden auch bei Gelegenheit, wenn wir das Geld haben, hier müssen die Straße anpassen. Die beiden Unkrautbekämpfungsspritzen werden wir auch noch irgendwie separat unterbringen. So, die können wir da auch entsprechend reinstellen. Dann nutzen die beiden Strommasten ohne Kollision, sonst könnten wir jetzt hier nicht durchdüsen. Das Schneidwerk werden wir noch mal sehen, wo wir lassen können. Das vordere, das Maisgebiss. So.
So. Machen wir mal zumachen, ne? Da haben wir Rot, Orange, Schwarz und so. Ja, so Metallic, so ähnlich. So bläulich, so einen bläulichen Ton. Ja. Nächste Reihe. Bisschen Ordnung, ne? Wenn wir ein bisschen mehr nach links fahren, dass wir unseren Flug, der muss ja in Action kommen, hier in eine Ecke, wo alle startklar für die nächste Ausfahrt. Alles gut. Haben wir alle Faktoren, die es so gibt, ne? Fast, ne? Naja, fast. Alle können wir gar nicht haben. Können wir uns gar nicht leisten. Und der muss mal repariert werden. Den brauchen wir der garantiert bald. Kommen wir nicht rum. Der ist ja noch ein böses kaputt. Im Waschen gerade immer so ein Problem. Das könnte man auch machen, aber gut, da ist eine richtige Reparatur. Wenn wir jetzt voll loslegen, da ist ja alles kaputt. Von Flug bis zum Traktor. Schlechten Wenderadius. Selbst wenn ich einlenke, kommt er nicht über. Da komme ich jetzt hier lang. Hier haben wir einiges machen müssen. Mit der Bodenhöhe und so. Aber wollen wir mal Geld verdienen. Bäume machen, Bäume, ja. Das muss ja auch sein. Er hängt da eine Leiche Luft. Wir haben eine leere Kiste drauf.
Von der Höhe ansetzen. Und weg ist der Junge. Auf Feld sollte man auch düngen. Mal schauen, wann der auf der 12 fertig ist, auf der 60. Und die Dünger immer noch haben das Geld. Jo, auch die Fräserei muss sein, ne? Den haben wir auch vergessen gehabt. Das ist äußerst blöd, wenn wir jetzt das hier mal. Prozent voll und der andere hat 65. Der große müsste eigentlich hinkommen. Ein hoher Baumstamm. Bisschen mehr Druck. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen.
Würde mir natürlich freuen über ein Like oder ein Abo. Das verursacht keine Kosten. Ich sage schon mal danke dafür. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao. Bis dann. Ciao.